Ich sitze gerade im Garten und sprenge. Da kommen zwei Leute vorbei und fragen mich: Sag mal, was machst du denn da? Natürlich, das wirkt auf den ersten Blick völlig sinnbefreit, was ich da treibe. Aber wenn die beiden wüssten, dass ich gerade Content kreiere und nicht einfach so vor mich hinspringe. Ich meine, da würden die ganz andere Sachen fragen. Was sind denn die Alternativen? Es gibt welche, die schreiben Gebrauchsanleitungen für Wasserkocher. Manche versteigern Wurstpakete bei eBay. Und es muss Leute geben, die fünflagiges Toilettenpapier erfinden. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass sich auch jemand darum kümmert. Andererseits, ich könnte auch hacken. Aber ehrlich gesagt, ey, wenn ich die Wahl hab, da spreng ich doch viel lieber. Das passt doch auch besser zur Musik, oder? Sehr erstaunt bin ich über diese Slow-Motion-Geschichte. Da kann ich eine Minute lang hacken und mir das später 5 Minuten angucken. Wahnsinn. Das ist doch der Hammer. Das kulminiert natürlich in die entscheidende Frage von diesem Beitrag. Expandiert die Datenmenge schneller als das Universum? Und wenn ja, was wäre die Konsequenz? Sind noch nicht gedachte Gedanken eigentlich schon Daten? Bloß welche, die noch nicht gespeichert sind? Boah, jetzt wird's komplex. Es sieht so aus, als gäbe es wieder keine eindeutige Antwort. Naja, wie gut, dass ich noch was zu sprengen habe. Ihr ahnt es schon. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt, abonniert und macht die Sache mit dem Daumen. Und natürlich freue ich mich über Beiträge unten. Jetzt erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal.